Herzlich willkommen, liebe Jungfrauen, zu eurem Monatsreading für den April 2024 hier bei Löwenherz Lennemont. Wie immer eure Energien gelegt. Was erwartet euch im Monat April in der Liebe, im Beruf? Was sind für Themen? Was steht da an? Erstmal die gedankliche Ebene. Ihr kennt das. Dann mit was setzt ihr euch jetzt auseinander? Welcher Mensch taucht da auf? Und wohin führt das alles? Hier fange ich mit meinem Lennemont-Kartendeck an, mein eigenes Deck. Wer da noch Bedarf hat an diesen Karten, der schreibt mich gerne an oder geht über meine Website. Ein paar habe ich hier noch liegen, dann kann ich euch die zukommen lassen. So, wir starten auch gleich. Das astrologische Jahr hat begonnen im März. Ich merke als Feuerzeichen auch ganz besonders diese Energien, also es nimmt immer mehr an Fahrt auf. Und jetzt schauen wir mal, wie es euch geht, liebe Jungfrauen. Wie seid ihr zunächst einmal gedanklich drauf? Was geht euch im April im Kopf herum? Bei den Jungfrauen, was für Gedanken tauchen auf? Upsala. Da haben wir die Sense als erstes. Irgendwas schießt euch in den Kopf. Dann haben wir den Turm. Was geht den Jungfrauen im Kopf herum im April? Und die Wolken. Weiter geht's. Mit was müsst ihr euch denn konkret hier auseinandersetzen? Da hätte ich auch gern Karten hier aus diesem Lennemont-Deck. Wir klären das gleich mit Tarotkarten weiter auf. Aber als Grundstock nehmen wir hier die Lennemont-Karten. Da haben wir das Klee. Als Hauptthema die Routen. Eine Karte noch. Eine Karte noch für die Jungfrauen. Okay, so. Ja, was ich hier eben schon reinbekommen habe, hier das Klee unter der Sense. Hier passiert was plötzlich, so auf einmal, zack, zack, schießt euch das in den Kopf, weil ihr es irgendwie leid seid. Diese Diskussion, die Auseinandersetzung mit einem Menschen, hier ist noch keine Personenkarte, wir schauen gleich weiter. Aber irgendwie platzt euch hier ein bisschen der Kragen und ihr denkt über eine Trennung nach. Ihr denkt auch darüber nach, dass diese Trennung euch etwas erleichtern wird, dass euch eine Last davon abfällt. Es ist oftmals so, man diskutiert, man redet und es bringt überhaupt nichts. Das kannst du 1000 Jahre durchziehen. Entscheidend ist die Tat. Und ich glaube, das schießt euch hier im April so im Kopf rein. Oder es ist so ein letzter Tropfen, glaube ich. Ein letztes Gespräch, ein letzter Satz, ein letztes Wort und zack. So eine Kurzschlussreaktion, weil das Klee steht auch für kurzfristig und für das, ja auch, das ist ja eine Glückskarte, ne? Aber so ein kurzfristiger Zack-Einfall, ich trenne mich hier, ich sag einfach, was los ist und Schluss aus mit den Diskussionen. Aber wir legen da mal Tarotkarten drauf. König der Kelche haben wir hier. Zu viel. Hier haben sich welche vertüdelt. Die will ich erst noch mal hier rausnehmen. So. König der Kelche haben wir. Ich hätte gern noch zwei. Eine Karte.
eine Karte hier. Da sind zwei, die nehmen wir jetzt auch, ne? Wenn die so kompakt beide rausfallen. Ja, König der Kelche ist auch manchmal die männliche Drama Queen, ne? Das ist zwar ein sehr empathischer Mensch, aber auch in der negativen Energie kann es auch sein, dass der überdramatisiert, ja. Auf einmal ist das ganz dramatisch. Auf einmal stört einen das ungemein. Das hatte ich hier schon, dieser letzte Tropfen. Nee, es geht gar nicht mehr, obwohl da vielleicht gar nicht so von außen betrachtet, was passiert ist. Aber hier reagierst du sehr krass emotional und du bist schon dabei, hier dich anders zu orientieren, meine ich. Page der Schwerter, also wir haben hier drei Elemente, Wasser, Feuer und Luft, ne? Also Mann, du machst dir Luft hier, du informierst dich, du gehst Dingen hier auf den Grund und bist neugierig auf was anderes, weil das bist du irgendwie leid, diese Diskussion ums gleiche Thema. Ich glaube, deswegen fühlst du dich auch hier so erleichtert, weil du diese Luft machst, emotionale Luft machst und bist schon dabei hier, in eine neue Richtung zu schauen. Ich nehme noch eine Karte hier auf die Gespräche, auf diesen Streit, auf die Routen. Eine Karte aus dem Tarot hier auf die Routen. Da haben wir drei der Schwerter. Verletzende Gespräche, das kommt mir hier rein. Gespräche, die dir nicht gut tun, die nur zu nichts führen, außer dass man sich wehtut. Das kommt mir hier rein. Und jetzt lege ich hier nochmal eine kleine Tarotkarte auf die drei der Schwerter. Ich sag's ja, deswegen nehme ich gerne immer zwei Decks, weil das oft resoniert. Die Klarkarte ist auch aufgefallen. Du hast das Gefühl, es passiert, es führt zu nichts mit deinem Menschen hier. Immer wieder das Gleiche. Es verletzt nur, es verletzt dich, es verletzt ihn, es führt zu nichts. Du orientierst dich um im April. So sehe ich das. Machst dir richtig Luft. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Da haben wir den Anker. Wie geht's weiter, Jungfrau? Also, dass die Jungfrau der Kragen platzt, ne? Ihr seid ja doch eher jemand, der sich zurückzieht, ne? Jungfrau, der Eremit, das soll dir schon was heißen. So, eine Karte, bitte. Wie geht's weiter zwischen Jungfrau und diesem Menschen? Oh ja, der sagt, und noch eine Karte hier. Eine Karte noch bitte für die Jungfrau und diesen Menschen. Wie geht es hier weiter zwischen den beiden? Die Mäuse. Schwierig, ne? Du siehst das hier. Jemand klammert, jemand lässt los. Du lässt los, dein Gegenüber klammert noch. Angst schwingt hier mit rum, ne? Was erwartet mich? Ich kann mir vorstellen, dass das schon ewig lange so geht mit dieser Person und dass man auch so schon dran gewöhnt ist, ne? Und jetzt ist es zu Ende. Jetzt machst du hier
Schluss. Und das ist keine leichte Situation. Ich glaube, für euch beide nicht. Entscheidend sind für mich hier diese Diskussion. Das ist das Entscheidende, was dir jetzt das letzte Stück gibt und sagst, nee, jetzt reicht's. Ich muss mich leicht machen. Das ist so eine große Schwere. Ich sehe es hier schwierig, nicht einfach mit auch diese Trennung, nicht einfach, aber irgendwie für dich notwendig. Eine Karte nehme ich nochmal hier aus dem kleinen Tarot auf den Sarg, auf die letzte Reihe hier. Was gibt es daraus noch zu sagen aus dem kleinen Tarot? Upsala. Eine Karte ist gefallen. Ich möchte aber noch eine aus dem Tarot hier. Upsala. Nee, das waren zu viele. Eine nur. Eine Karte noch bitte. So, da haben wir erstmal die Mäßigkeit, Schütze-Energie, ne? Der Jupiter gehört da ja zu, macht größer. Ne? Im Grunde genommen macht Jupiter alles größer, kann auch das Negative größer machen, neigt zu Übertreibung auch, ja. Und dieser Engel bringt das hier so ein bisschen in den Ausgleich, ne? Ich glaube, darum geht es hier auch, dass man erstmal hier das wieder alles in die Relation bringt. Das ist aber hat viel mit Werten auch zu tun und Glauben. Na, woran glaube ich denn? Ja, wofür bin ich hier? Na, wofür stehe ich? Dafür nicht ewig mit jemandem rumzustreiten. Ne? Ich glaube bei dieser Karte und diesem Kontext, dass man erstmal wieder zu seinen Werten zurückfinden muss. Du zumindest, und wir haben hier nochmal 8 der Münzen. Das ist ja die Karte, ist eine sehr optimistische Karte. Jemand glaubt eben auch mit Arbeit, ne? Ich arbeite an etwas und das bringt mir auch Spaß und ich glaube an den Erfolg. Ich mache hier einfach weiter. Um dieses Ganze hier zu retten, muss, glaube ich, eine Trennung erst her, um für sich selbst die Werte wieder klar zu machen. Und die Karte kläre ich nochmal. Die Karte will ich nochmal klären. Okay. Na. Die 2 sind gefallen. Die nehme ich auch. Das kommt mir so intuitiv rein. Der Wagen, Krebsenergie. Also, ich denke, es ist wirklich wichtig, dass du erstmal deinen eigenen Weg hier gehst. Hier haben wir Schütze, hier haben wir Krebs. Dich behauptest hier mit den 5 der Schwertern, das ist auch Saturn im Löwen, meine ich. Ne? Saturn im Löwen ist erstmal diese Karte. Ich bestehe hier auf mein Recht. Ich setze das durch. Dass du hier wirklich ein Riegel vorschiebst, so wirklich so sagst, nee, Schluss, aus, vorbei, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, um dann vielleicht zurückzufinden. Weil der Wagen ist auch wirklich, dass man physisch sich entfernt, weiter vielleicht auch. Vielleicht gehst du auch ins Ausland. Der Schütze steht auch für Horizonterweiterung, für Ausland. Dass du wirklich erstmal Abstand nimmst von diesem Menschen, auf dein Recht hier etwas bestehst, dich dafür einsetzt, ne? Und dann erstmal an deinen eigenen Werten arbeitest, wieder zurückkommst, um dich zu besinnen. Ja, das kommt mir hier so rein. Ja, ein interessantes Reading hier. Aber ich mache hier jetzt auch Schluss. Wir schauen im Fortsatz-Reading natürlich auf dein Gegenüber, wie der das sieht. Ne? Was, ob der jetzt völlig vom Kopf gestoßen ist, was hier weiter passiert. Ne? Wie geht's weiter? Da haben wir dann noch ein Sternzeichen und eine Zeitkarte. Wir schauen hier nochmal zu diesen Karten. Die habe ich auch für die Jahresreadings genommen. Dann nehme ich jetzt nochmal zur Inspiration. Was sagt das Universum nochmal so als Hinweis für die Jungfrau? Was gibt es hier noch zu dieser Legung aus diesem Deck zu sagen?
Na komm schon, eine Karte. Die zwei sind raus. Die nehmen wir auch. Die sind zusammen rausgefallen. Upsala. Ja, Portal und Stillstand. Ja, mit diesem so geht's nicht weiter, ne? Stillstand. Es ist einfach Mist. Es passiert nichts. Keine Entwicklung. Man redet nur noch über das Gleiche und kommt in Streit. Und hier, verwunschenes Tal, das ist hier das, wo du hin willst. Du gehst einen nächsten Schritt. 5 übrigens ist auch immer ein Entwicklungsschritt, ne? Man ist da rausgewachsen aus diesem, es passiert nichts. Ich gehe durch ein Portal, ich erfülle mir meine anderen Wünsche, ich gehe weiter. Ob ich diese Menschen hier mitnehme, das liegt auch an den Menschen. Ich glaube, das Problem ist einfach, es passiert hier nichts weiter, ja? Außer, dass man sich auf den Keks geht, so, ja? Du verstehst die Energie. Stillstandportal, du gehst weiter, das ist der richtige Schritt und wir schauen im Fortsatzreading auf dein Gegenüber. Wie sieht der das? Geht der mit? Ändert er sich? Was passiert da? Private Readings, schau auf meine Website oder schreib mal eine Mail. Und astrologische Beratung, biete ich dir ein kostenfreies Vorgespräch von 15 Minuten an, aber nur bei einer astrologischen Beratung. Ob du das dann wirklich buchen möchtest bei mir. Wenn du das buchen möchtest, kannst du ganz einfach auf meine Website gehen. Wenn du vorher mit mir reden möchtest, schreib mir eine Mail. Ich wünsche dir einen spannenden April. Wird spannend. Und wenn wir uns jetzt nicht gleich wiedersehen im Fortsetzungsvideo, wünsche ich dir alles Gute.